Uff, moin moin, schon wieder moin moin von Günner. Grüß euch. Mit freundlicher Leihgabe vom Clan-Chef dürfen wir ein bisschen in seinem Hafen rumwursten, hat er gesagt. Ich bin so fresh und wir fahren mal eine Runde Colbert, weil wir es noch nicht haben und ich noch nicht weiß, ob es wirklich haben will. Chakalaka Bombo. Live-Gameplay, weil wir gucken direkt, was passiert. Kleine Guns, kleine Pen, aber übelster Reload. Was kann man damit anstellen? Schau mal rein, komm. Ich hab gar nicht aufgepasst, was ich alles da drin verbaut habe und so ein Scheiß, aber okay. Captain ist von der Kleber, habe ich gesehen, das habe ich mir gemerkt. Also voll auf AFT und BFT natürlich. Gute Karma hat das Ding trotzdem. Ist ja nice. Ito und Stalin, uiuiuiui. Naja gut, die epische Penetration. Es sind halt sehr kleine Guns. Ich glaube 127er waren es. Das heißt, Superstructure farmen oder Feuer legen. Also für alles andere hast du einfach nicht so die Option. Macht aber nichts, das reicht uns. Schnell unterwegs, wir haben Speedboost, Heal und Hydro. Immerhin fast 40.000 HP. Range, was ist das? 16? 16,6 Kilometer? Okay. Frage ist, wo fahren wir lang? Didi, where will you go? I don't know. Können wir uns legern hier tatsächlich? Das ist die Frage. Ich weiß nicht. Bin ein bisschen ängstlich. Wir könnten natürlich die Z-Hard unterstützen direkt, wenn er wo langer fährt. 9,8 Kilometer Detection, das ist nice. 5,6 im Nebel. Wendigkeit, wie schaut's aus? Ich habe jetzt gar nicht auf geachtet, was hat alles verbaut. Ich bin einfach nur greedy auf rumfahren damit. Attention, aidez cette cible. Lalala, man sollte natürlich vielleicht nicht am Cap arbeiten, aber ihr wisst ja, wie ich bin. Kannst doch eh nicht lassen, ne? Wenn er Smoke setzt, dann können wir richtig Scheiße machen. Allerdings, okay, wir dürfen nicht vergessen, wie viel Radar haben wir? Tallinn, Hydro, Stalin. Also dreimal Radar. Das Gute ist, wir kommen unspotted hier rein. Alland haben wir. Da drüben. Skuke, komm. Scheiß drauf. Je mittiger wir hier sind tatsächlich, desto mehr Range haben wir auch Richtung A und C tatsächlich. Ich meine, Frage ist, hat er einen Smoke für uns oder nicht? Oh ja, das wäre schon ein gutes Ziel hier. Der Rest ist sehr weit weg, sagt er. Und wir wissen nicht, was uns alles spotten könnte. Wir wissen aber, wir könnten auf die Tallinn abspritzen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe festgestellt, was ich vorher nicht wusste. Colbert hat keine Torpedos. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Gerade die leichten Kreuzer vertragen sowas gerne, ne? Wir sind geortet, alles klar. Will ich lügen, das ist nicht ohne Risiko natürlich. Mein Arzt verzeiht mir, was ich hier mache. Ich bin, was ich bin, ne? Uff! Baby, die Minnesota langt richtig zu. Ich freue mich. Ja, wir kriegen keinen Smoke hier, weil die Z ist schon durch. Fährt weiter. Vielleicht können wir bis mit der Insel arbeiten. Uff, ist das geil. Och, tut mir leid, aber wow. Ja, kein Spot ist halt kein Spot, ne? Ein Spot ist kein Spot. Stehen wir gut? Naja. Das Gute ist, dass da wir nicht in Max Range fahren, sind wir noch nichts offen von da oben. Kann aber passieren.
Au. Ja, ich glaube, die sind ein bisschen panisch da drüben. An sie selber spotten, aber was hilft mir das mal? Tag brennt schon mal, läuft. Er steht sehr komisch da mit dem Arsch hier hin. Ja, schade. Immer noch. Gerade hat auf den Scheiß keinen Bock. Kann ich verstehen. Problem ist, die Eltern, dass es hier oben anspottet. Wie gesagt, Schaden natürlich nur auf der Superstruktur. Machst du nix. Ja, es ist halt natürlich der Punkt für so ein leichten Kreuzer. Ich mag es, wenn man halt mal die Option hat. Du hast ja das Hydro. Wenn jemand dumm steht, Kacke fährt, um die Ecke rumfahren, die Torpedos reinjagen. Slash. Oder Hashtag. Hashtag Mino Gameplay. Naja. Wir sehen die Bismarck. Okay. Macht mal ran, ich kann euch nicht helfen so. Ich will doch nicht außerdem geblappt werden, natürlich. Bocken halt alle drei in der Insel, das wird doch nichts. Und wir sind gespottet. Wir sind unspotted. Wunderschön. Die Fliegenbahn. Der Flugbahn ist natürlich sehr, sehr zentriert durch den Airdrag auf die Range. Da müssen wir hart vorhalten. Das ist gewaltig, ja. Oh, Telefon. Hups. Ja, das war das Telefon. Die aufmachen lassen aus Versehen. Die Einschränkung auf Superstruktur-Damage ist natürlich schon ein bisschen hinderlich. Man könnte die AP in die Hand nehmen, fällt mir gerade noch ein. Könnte man. On a détruit un cuirassé ennemi. Boost des moteurs activés. Sollte man vielleicht tun. Die Seiten gerade ein bisschen gespottet läuft. Unangenehm. Könnte ja Hallan sein, man weiß es nicht. Unspotted. Möglich wär's. Also ist schon lustig, was du an Shells rauskackst natürlich, um Gottes Willen.
Oh, wer bist denn du, my friend? Ah, es klingelt immer irgendwo. Mit Petro wollen wir natürlich nicht spielen unbedingt. Weiß gar nicht, was ist die Nase gewesen? 16, 13 Minuten? Ich weiß, oh, uff. Gegen die dickeren, schweren Britengeschütze könnte das natürlich ein Nachteil sein. Hoffen wir, es passiert nicht, dass er mir hier vorne reinzieht hat. Weiß egal. Du bist so ein fahrendes. Was auch immer du bist. Bitte nicht, tu's nicht, oh Gott. Tourelle principale sérieusement endommagée. Tourelle principale sérieusement endommagée. Ja, viele Lowpens natürlich drin. Auf die Kreuzer musst du schon gucken, ne? Die Nase ist relativ weiß. Er schießt HE. Nice Game. Problem résolu, Chef. Wenn er mal AP schießen würde, würde ihm gut tun, ja. Nein, er bleibt bei HE. Okay, wunderbar. Autsch, das hat wir getan. Bisschen viele Ausfälle, kritischerweise, auf einmal, aber okay. Er schießt immer noch HE. Okay, wegen mir. Problem resolu, Chef. Easy Brandstifter. So, wir haben keine Caps mehr. Ab nach B. Was passiert? Schaut aber gut aus für uns, ne? Uff. Nur 130.000. Scheiße, Wand an. Also SE empfehle ich tatsächlich wirklich auf solchen Booten. Du bist im Endeffekt ein großer Zerstörer. Steht sogar drin, es ist konzipiert worden als Zerstörer. Nee. Aber Quatsch, Preisschiff, Entschuldigung. Habe ich gerade was anderes gelesen. Paolo war da. Paolo war als Kreuzer konzipiert, als leichter Kreuzer. Stalin ist noch da unten, der kriegt die Hucke voll. Das heißt, die Halland ist hier. Komm, hast du. Ja, ich überlege gerade. Ich muss gleich noch ein bisschen haushalten gehen. Essen unsere Dinge, aber... Ich glaube, ich mache gleich noch die Stalingrad mit, wenn ich sie schon in der Hand habe. Stalingrad mal eine Runde fahren. Warum nicht? Mal gucken, was sie macht. Müsste theoretisch die bessere Kronstadt sein. Ich bin gespannt. Und drei Minuten. Booste den Motor aktivieren. Das ist natürlich sehr nice. 20%. Oh, das ist auch ein guter Speedboost. Holy shit. 40 Knoten. Die Frage ist, wo die Halland hin ist. 41 Knoten. Nice, das ist toll. Die Halland ist da unten schon wieder. Hinter dem Minnesota. Oh. Ja gut. Ich denke, der wird sich jetzt auch gleich rausdünnern lassen müssen. Weil es zu nah dran ist.
Also man kann natürlich schon super gut mit dem Auto jetzt hier in DD handeln, theoretisch. Wenn der gespottet ist zumindest. Also er kommt nicht weg. Lack konnte man jetzt nicht testen, hat mich auch interessiert. Durch AFT und BFT kriegt man zumindest auf, ich glaube, was ist kurz oder Mittelstrecke, schon ganz gute Flakwerte zusammen. Ich glaube, so um die 460 waren das. Oh, das Hydro geht allerdings auch nur 100 Sekunden. Ja, schade. Oha. Ja, gute Runde haben wir gewonnen. Ich denke, wie gesagt, mit einem Smoke und ein bisschen Spot hätte man natürlich bestimmt mehr machen können, aber scheiße, die Wand hat funktioniert. Haben wir mit rausgenommen, die Drake und... hab vergessen, Mensch. Bismarck, glaube ich, oder Tirpitz. Also er ist nicht in A. Ich bezweifle, dass wir ihn finden. Es läuft der Speedbus noch aus, aber ist okay. Wir sind nicht gespottet tatsächlich. Aber wir sind ge-RPF'd. Aha. Ja, okay, jetzt sind wir gespottet. Schätzungsweise ist er noch hier. Boost des Moteurs désactivé. Unangenehm. Hat jetzt schon ein bisschen Schwung allerdings in der Kurve. Alles okay, denke ich. Halland kann sich halt tatsächlich kaum absetzen. Was macht die Halland normalerweise? Stopp 35 Knoten. Wir sind unspot. Okay, mein Fehler. Ja, gut, hat er mal geschossen, sagt er. Also auch im Camp brauchbar, mit ein bisschen Support sicherlich mehr als das gerade eben, war aber nicht schlimm. Nehmen wir mit, wir haben easy über dreimal unsere HP als Schaden angebracht, das ist schon okay. Lebt damit, Brandstift. Es waren tatsächlich 10 Feuer, 617 Zieltreffer, uff. Wow. Kriegen wir ein bisschen XP noch dafür. Oh, schon mal danke für die Testrunde, Adze. Oh, wie gesagt, ich muss ein bisschen was tun und dann mal gucken. Ja, hast du davon gehört? Ja, ja. Vielleicht nachher nochmal. Wenn es geht. Mal gucken, zeitlich. Weiß nicht, vor den 14 Uhr. Ich gucke das. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Günther. So, ich muss kurz gucken. Ausrüstung. Aber nicht Max Range spielt, würde ich sagen, ne? Nein, es ist mit einem Reload-Mod. Ah, das ist okay. Die fliegen auch so schon lang genug.